Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Singleplayer-Projekt auf dem Hermannseck. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt, deswegen muss ich erstmal kurz reinkommen. Ich weiß, dass ich nach der letzten Aufnahme noch ein bisschen was gemacht habe. Hier auf dem Feld sind jetzt Kartoffeln. Genau, hier sind Kartoffeln drauf. Ich habe eine Nacht übersprungen. Was ist noch passiert? Achso, Feld 11, da war ich jetzt mit dem Flug schon. Oder da war der Helfer mit dem Flug. Das ist auch fertig, beziehungsweise ich muss da noch ein bisschen was nacharbeiten. Und das nächste, was ich jetzt wollte, ist Ballen aufsammeln. Damit ich die Felder da grubbern kann. Deswegen snack ich mir jetzt hier mal den Anhänger. Und dann will ich mal eben die Ballen aufsammeln. Voll in der Kante hängen geblieben. Upsi. Das schneide ich raus. Hier ist nichts gewesen. Genau, wir fangen mal auf dem Feld hier an. Achso, da fällt mir ein. Ich habe da was Neues, was ich mir erstmal kaufen will, aber ich bräuchte erstmal ein bisschen Kredit, ein bisschen Money Money hier. Wir können uns ja noch einiges leihen. Ich glaube, 300.000 ist das Maximum, also da geht noch einiges. Aber will ich, wenn möglich, nicht unbedingt ausnutzen, damit man zur Not immer noch was hat. Ich habe mir nämlich den MAN fertig gemacht. Den kaufen wir mit Frontlader, 45 PS Ausführung, Breitreifen und Gearbox habe ich eingebaut. Der läuft soweit, hoffe ich. Habe den jetzt noch nicht wirklich getestet. Nur, also Getriebe habe ich gar nicht getestet. Ich hoffe einfach mal, dass das passt. Original Getriebeübersetzung. Das passt also. Genau, wir brauchen den IHC. Was ich nochmal eben gucken wollte, hat der MAN? Aha, genau. Ja gut, die Schaufeln, da müsste ich nochmal dran. Denn fast 2000 Liter in der kleinen Schaufel ist ein bisschen übertrieben. Da passe ich einfach das Füllungsvolumen an und dann ist das gut. Schaufel brauche ich gar nicht, ich brauche die Gabel. Und vielleicht ein Gewichtsklotz. Was steht da noch? Aber was ist denn das hier? Unsichtbare Wand, da hätte ich normalerweise durchgepasst. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Das war von mir. Habe ich denn hier vom Gewicht? 1,6 Tonnen. Was ist denn das andere? Da. Machen wir das hier mal eben direkt ab. Boah, Vorwärtsgang da drin. Können wir den hier auch direkt an den Grubber hängen? Den er natürlich ohne Gewicht nicht hebt. Weil mich gleich drum. Habe ich jetzt keine Zeit für. Wie viel Gülle haben wir denn schon? 4000, das ist natürlich nicht so viel. Kriege ich das Feld noch nicht mit fertig? Oder die beiden? Zwei Felder sind da noch aus. Noch gedüngt werden müssen.
Dann fahre ich da gleich einfach noch mit einem Düngerstreuer drüber und dann ist das gut. Bis wir dann irgendwann mal genug Gülle zusammen haben, dass wir den Düngerstreuer verkaufen können. Weiß gar nicht, die Gewichte der Ballen sind ja im More Realistic auch angepasst. Ich weiß gar nicht, ob die Quaderballen schwerer sind oder leichter als die Rundballen. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen ordentlich zu stapeln hier. Kann ich eigentlich auch zwei Ballen aufeinander setzen oder fallen die denn direkt runter? Scheint zu funktionieren. Boah, nee, okay, der obere Ballen, der rutscht auf jeden Fall. Ah, die Ballenphysik, die war im LS noch nie gut. Das werden sie auch scheinbar nie hinkriegen. Wobei, ich weiß gar nicht, wie sie im 19er... Oh. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie sie im 19er ist, aber ich würde wetten, die ist nicht besser. Jedes... Oder, ja, vielleicht minimal überarbeitet. Jedes Mal, wenn ein neuer LS-Teil rauskommt, wird gesagt, oh, Ballenphysik ist überarbeitet. Ja. Letzten Endes rutschen sie trotzdem hin und her, wie sonst was. Als wenn sie aus Eis bestehen. Aber es ist natürlich schon deutlich besser als früher, wenn ich mich zurückerinnere. LS9, LS11, da konntest du Ballen ja im Prinzip mit dem Frontlader überhaupt nicht bedienen. Sind ja nur hin und her gerutscht.
life.